Ja, der Trainer bei mir, Glückwunsch zum Sieg 3:0. Am Ende klare Verhältnisse. Zwischendurch in der zweiten Halbzeit sah es nicht so aus, ne? Ja, das stimmt. Wir haben es in der zweiten Halbzeit dann nicht mehr ganz so geschafft, die Dominanz aus der ersten Halbzeit beizubehalten. Von daher war es schwierig, wobei man auch da sagen muss, wir haben zwei Pfostenschüsse, lassen selber nicht eine klare Torchance zu. Von daher glaube ich schon, dass man von einem verdienten Sieg sprechen kann. 1:0 nach 15 Minuten sah alles gut aus, aber man kam nicht auf das zweite Tor in der ersten Halbzeit. Was hat man denn in der Kabine zu der Mannschaft getan, um die zweite Halbzeit besser zu gestalten, erfolgreicher zu gestalten? Ja, da muss man ja nicht viel erklären, wie man den Ball bei einer Torchance dann ins Tor schießt. So, das müssen die Jungs in dem Moment dann schon irgendwo selber leisten. Aber wir beziehen uns natürlich darauf, wie wir es vielleicht schaffen, noch mehr in Situationen zu kommen. Und ich glaube nochmal, wir hatten zweite Halbzeit dann auch zwei Pfostenschüsse. Ne? Sind die drin, ist das Ding viel früher durch, dann müssen wir gar nicht zittern. So war ein bisschen Kampf auch gefragt, ein bisschen Drecksarbeit gefragt. Derby. Und die Mannschaft war aber bereit, das abzuliefern. Und für mich geht der Sieg auch in der Höhe am Ende in Ordnung. Glückliches Händchen mit den Auswechslungen zum richtigen Zeitpunkt, ne? Ja, ich glaube, das Thema hatten wir ja schon mal. Grundsätzlich brennen die Jungs, die von der Bank kommen. Jetzt war es heute ein sehr intensives Spiel auf einem tiefen Platz. Von daher wollten wir einfach nochmal frischen Wind bringen. Ja, und die Jungs von der Bank, die dann reinkommen, zeigen, dass sie auch Ansprüche haben und auch Qualität haben. In Köln gewonnen, heute hier gewonnen. Jetzt kannst du weitergehen, ne? Freitag geht es weiter im Zirkus, ne? Am liebsten kann es natürlich so weitergehen, das ist keine Frage. Wir wissen aber auch, dass man sich jedes Spiel hart erarbeiten muss. Dazu sind wir aber bereit und werden wir nächste Woche wieder tun, um gegen Paderborn eine möglichst gute Leistung abzuliefern, weil das ist das, was wir beeinflussen können, unser Leistungsbild. Und die Ergebnisse kommen dann von selbst. Wie sieht es denn aus auf der Verletztenliste? Ja, Chris Clemens wird wieder zurückkommen in der kommenden Woche. Patrick Dulek hatte einen leichten Rückschlag, wird aber auch langsam jetzt wieder dazukommen und wir hoffen, dass es dann diesmal alles hält. Und ja, Max Schreiber ist auch auf einem guten Weg. Torwartsituation, man hat gesehen, heute wenig zu tun für den Jannik, aber der hat ja 4 gelbe Karten, ist natürlich für die Zukunft ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, ne? Das muss man korrigieren, ich glaube bei Fupa stand 4, es sind 3. Okay. Von daher ist die Situation entspannt. Dahingehend entspannt. Nicht ganz so angespannt, ja. Was macht der neue Torwart? Der ist Wetterheim. Ja da. Wie sich entwickelt hat sozusagen? Nein, der macht's gut. Hat sich schnell in die Mannschaft eingefunden, macht's im Training gut. Von daher positiver Typ, haben wir gerne dabei. Heute auch mehr Zuschauer, also es wird langsam angenommen, der gute Fußball, der Regionalliga-Fußball in Düren, oder? Ja, freut uns natürlich. Ne? Wir sind da froh für jeden Zuschauer, der kommt. Und wenn dann die Kulisse wie heute was größer ist, freuen wir uns sehr darüber und versuchen das zurückzuzahlen. Und vor allen Dingen Szene auf offene Waffe mit Applaus, ne? Offene Szene, ne? Mit Applaus für beide Mannschaften, also ist schon, die Stimmung kommt immer besser. Ja klar, das ist schön, das ist auch für die Mannschaft schön, ne? Wenn dann honoriert wird, was die Mannschaft diese Saison einfach leistet. Von daher freut uns das. Alles gut.